So, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich freue mich, wieder in eurer Mitte zu sein. Wir haben heute einen klassischen Kanzeltausch gemacht. Thomas ist bei uns in Nürtingen und hat schon Amen gesagt. Wir beginnen. Ich möchte heute einfach eine Predigt über Jesus Christus halten, über seine Person. Ich habe sie überschrieben mit dem Satz: Wir werden Jesus nicht los. Wir werden Jesus nicht los. Jesus ist eine Person, über die viel geredet wird, nachgedacht wird, gepredigt wird. Das, was er gemacht hat, seine Taten werden ganz verschieden interpretiert, bewertet, verachtet, bewundert. Seine Existenz wird von den einen bewiesen, vertreten, von den anderen verleugnet, ignoriert oder gefürchtet. Der Punkt ist, an Jesus scheiden sich die Geister. Und um Geister geht es jetzt auch in der Geschichte, die wir am Anfang miteinander lesen, buchstäblich und um ihr Aufeinandertreffen mit Jesus. Schlag auf deine Bibel in Markus Kapitel 5. Wir lesen Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 20. Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zu Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündigten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Wir werden Jesus nicht los. Nun, die erste Feststellung, die ich dazu ausführen möchte, ist: Die Zeitgenossen wurden Jesus nicht los. Was ist das Prägnante an dieser Schilderung? Was wird hier über Jesus deutlich? Zum einen ist an dieser Geschichte interessant, sie wird in 3 Evangelien ausführlich berichtet, nämlich in Matthäus, Markus und Lukas. Alle 3 haben diese Begebenheit in ihren Bericht über Jesus Christus mit aufgenommen. Das ist nicht bei allen Begebenheiten der Fall, bei dieser hier schon. Das zeigt, in irgendeiner Form muss das hier eine außergewöhnliche Sache gewesen sein. Wenn man jetzt die beiden anderen Berichte noch dazu liest, dann ist zwischen dem von Markus und Lukas im Wesentlichen eine Übereinstimmung. Bei dem Bericht von Matthäus fällt auf, dort wird von 2 Besessenen gesprochen. Bei Markus und Lukas nur von einem. Die Frage ist, haben wir hier einen Widerspruch? Nein. Stell dir vor, du bist Cordula und bist Musiklehrer. Du hast jede Woche 2 Schüler zu unterrichten.
Aber einer dieser Schüler ist außergewöhnlich. Du gibst ihm ein Stück auf, er kommt und kann drei Stücke spielen. Anstatt mit Noten spielt er Bach auswendig und bemerkt dabei noch lächelnd den Vogel auf dem Fensterbrett. Der andere Schüler ist normal, nicht außergewöhnlich, er schaut ständig auf sein Smartphone. Monate später schreibt Cordula einen Bericht über ihre Zeit als Musiklehrerin. Und sie schreibt: Ich hatte einen so außergewöhnlichen Schüler, er hat einmal während des Spielens Matheaufgaben gelöst. Du bist so fasziniert von ihm, dass dieser eine so herausstechend war, dass du den anderen in seinem Bericht gar nicht erwähnst. Ist das dann ein Widerspruch? Nein, du konzentrierst dich einfach eben auf einen der beiden. Und so muss man das hier auch verstehen. Dieser eine Besessene, auf den sich Markus und Lukas konzentrieren, der scheint so herausstechend, so anders gewesen zu sein, so beängstigend. Sie haben sich bei ihrem Bericht auf ihn fokussiert. Warum hat Matthäus dann den anderen erwähnt? Das liegt an den Adressaten, an die Matthäus schreibt. Matthäus schrieb sein Evangelium an die Juden und bei den Juden musste jede wichtige Sache aufgrund von zwei Zeugen bestätigt werden. Zwei Zeugen waren nötig und wichtig, um einer Sache Glaubwürdigkeit zu verleihen. Daher hat Matthäus in seinem Bericht beide besessenen Männer erwähnt. Wir haben hier vor uns also einen Bericht über ein Wunder, das Jesus getan hat. Und für die Juden, die das gelesen haben, war das wichtig, denn sie sollten damit erkennen, der Messias ist unter uns. Jetzt müssen wir uns für ihn entscheiden oder gegen ihn. Aber ignorieren können wir dieses Zeichen, dieses Wunder, das hier passiert ist, nicht. Die Zeitgenossen Jesu waren also plötzlich in einer sehr heiklen Lage, für oder gegen Jesus. Sie wurden ihn auf einmal nicht wieder los. So, das war eine prägnante Sache an dieser Geschichte. Die Zeitgenossen wurden Jesus nicht los. Jetzt schauen wir mal, was passiert denn, als der Sohn Gottes und die Welt der Dämonen aufeinandertreffen? Was zeigt uns das über Jesus? Kommen wir zur zweiten Feststellung. Die Geister werden Jesus nicht los. Nun, das Erste, was auffällt an diesem Bericht, als Jesus aus dem Boot steigt, kommt dieser Mensch sofort auf ihn zugelaufen. Wenn wir jedoch einmal die Verse genauer lesen, fällt auf, alles, was dieser besessene Mensch sagt, sagt de facto nicht er, der Mensch, sondern spricht dieser Dämon durch ihn. Schaut mal, ab Vers 6 fällt das auf beim Lesen. Als er, der Mensch, aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Und es hört sich für uns schon an, wieso sagt das der Mensch? Denn er, Jesus, sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Wir merken, Jesus redet mit dem Dämon. Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Jesus spricht also mit dem Dämon. Das bedeutet, derjenige, der da auf Jesus zuläuft, als Jesus aus dem Boot steigt, ist in erster Linie nicht der Besessene, sondern der Dämon durch den Besessenen. Und das zeigt uns, Jesus ist nicht irgendein normaler Mensch wie du und ich. Denn vor einem normalen Menschen haben Dämonen keinen Respekt. Einen normalen Menschen können sie beeinflussen. Sie können sogar die Herrschaft über diesen Menschen übernehmen. In Matthäus 8,28 steht zum Beispiel, dass kein Mensch sich damals getraut hat, auf dieser Straße zu laufen, denn die zwei Besessenen waren sehr gefährlich. Normale Menschen fürchteten sich vor den Dämonen. Das wird auch hier aus diesem Text deutlich. Normale Menschen konnten diesen Dämon nicht bändigen. Vor normalen Menschen würde sich der Dämon nicht niederwerfen. Aber Vers 6 sagt, er warf sich vor Jesus nieder. Also war Jesus kein normaler Mensch. Er war mehr. Die Frage ist, wie viel mehr war Jesus? Die Antwort auf diese Frage ist das Zweite, was an diesem Bericht auffällt. Dieser Dämon spricht Jesus mit Sohn Gottes an. Und das ist sehr bemerkenswert und sicher auch ein Grund, warum alle drei Evangelisten diese Begebenheit berichten. Jesus Christus wird von der anderen, der bösen Seite, von der transzendenten Welt, von Dämonen als Gottes Sohn angesprochen und auch als Gottes Sohn
behandelt. Sie werfen sich vor ihm nieder. Sie bitten ihn. Sie fragen ihn. Sie sind ihm untertan. Sie gehorchen ihm. Das würden sie sonst nicht tun, wenn das ein anderer Mensch von ihnen verlangen würde. Nur dann, wenn die Macht größer ist als sie selbst, beugen sie sich dieser Macht. Und hier wird offensichtlich, die Macht von Jesus Christus ist größer als die Macht der Dämonen. Das Dritte, was an diesem Bericht auffällt: Jesus ist ein Mensch wichtiger als 2000 Schweine. Es ist schon haarsträubend. In diesem Menschen waren so viele Dämonen, es reichte für 2000 Schweine. Könnt ihr euch das vorstellen? 2000 Schweine sind eine Menge Schweine. Stell dir vor, wie 2000 besessene Schweine buchstäblich den Anhang runtersauen. Das Bild hat sich emotional tief eingebrannt, da bin ich mir sicher. Es ist unvorstellbar, was dieser Mensch oder die beiden an Qualen gelitten haben muss und auch haarsträubend, wie der Okkultismus damals in Israel und den angrenzenden Regionen grassiert hat. Er hat sich selbst geschlagen. Er hat draußen in Höhlen gewohnt. Er lief nackt umher, absolut entehrt, entblößt, entstellt, selbstverletzend, heimatlos, unruhig, laut in der Gegend schreiend. Ein elendes Bild. Und niemand konnte ihm helfen. Das ist der Punkt. Niemand. Nicht einmal große und schwere Ketten konnten ihn halten. Stell dir vor, wenn du so einen Nachbarn hast. Unheimlich. Und jetzt heilt Jesus diesen Menschen und den anderen, denn es waren ja zwei. Mit seiner Barmherzigkeit und Liebe und Vollmacht gebietet er dieser Legion Dämonen, aus dem Menschen zu fahren und in die Schweine. Warum in die Schweine? Die Alternative für diese Dämonen wäre gleich der Abgrund gewesen. Also ein Ort außerhalb dieser Dimension, an dem sie ab diesem Moment ihre ewige Strafe hätten leiden müssen. Aber Jesus schickt sie nicht gleich dorthin, er schickt sie in die Schweine. Jesus war dieser Mensch wichtiger als die Schweine. Er heilte ihn. Und eigentlich müssten wir doch sagen, super, wow, endlich Ruhe, da ist doch diesem Menschen etwas Gutes passiert. Aber, und das ist das Vierte, was an diesem Text auffällt, Jesus ist den Menschen in Gadara ungeheuer. Und das verstehen wir nicht. Jetzt kommen die ganzen Menschen dieser Gegend dahin rausgelaufen, wo sich vorher keiner getraut hat hinzugehen, wo Jesus mit seinen Jüngern ist, und neben ihm sitzt dieser ehemals Besessene oder die zwei. Und schaut mal, wie die Bibel dieses Bild malt in Vers 15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Er war ruhig, er saß neben Jesus, er war angezogen, seine Ehre war wiederhergestellt, er war vernünftig, und die Reaktion des Volkes: sie fürchteten sich. Wieso fürchteten sie sich? Dankeschön, Willi. Danke, ja, aber es ist... Dankeschön. Und das ist der Punkt, liebe Freunde, sie fürchteten sich vor Jesus. Warum? Weil ihnen die Schweine wichtiger waren als der Mensch. Weil sie vor genau derselben Frage standen wie die Juden auch: was machen wir jetzt mit diesem Jesus? Ignorieren können wir ihn nicht, dazu ist das zu eindeutig, was wir hier erleben, aber wollen tun wir ihn auch nicht. Was jetzt? Und Vers 17 erzählt uns, wie es weiterging: da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und jetzt kommen wir zum Fünften, was uns an diesem Text auffällt. Sie wurden Jesus nicht los. Das ist der Punkt. Trotz ihrer Bitte und obwohl Jesus von dort physisch mit seinen Jüngern weggefahren ist, wurden sie Jesus nicht los. Wie ging das vor sich? Nun, der ehemals Besessene wollte mit Jesus mit, aber Jesus sagt ihm dann in Vers 19 und 20,
Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Die Macht von Jesus war auf den ersten Blick beängstigend für die Menschen dort. Sie haben verstanden, eigentlich müssen wir uns dieser Macht beugen. Wir müssen Jesus annehmen. Er hat Anspruch auf unser Leben, aber wir wollen das nicht. Wir riskieren unsere regionale Wirtschaft nicht im Tausch gegen einen regierenden Wundertäter. Aber sie wurden Jesus nicht los. Dieser ehemals Besessene, den jeder kannte, der bekannte und bezeugte jetzt überall, was Jesus an ihm getan hatte. Und damit mussten sich die Menschen weiter mit Jesus auseinandersetzen und sich eine Meinung zu ihm bilden. Aber sie konnten ihn dort in dieser Gegend nicht mehr ignorieren. Die Geister wurden Jesus nicht los, die Zeitgenossen auch nicht. Wie ist das heute mit uns? Wie ist das mit uns persönlich und mit Jesus? Und das ist die dritte Feststellung heute Morgen. Du und ich werden Jesus nicht los. Liebe Freunde, das ist genau auch heute noch der Punkt. Du kannst Jesus nicht ignorieren, aber du wirst ihn auch nicht los. Und auch du musst dir zu ihm eine Meinung bilden. Und entweder kommst du persönlich zu der Haltung in Vers 6 und er warf sich vor ihm nieder, oder du kommst zu dem Entschluss in Vers 17. Sie baten ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen, aber du wirst Jesus nicht los, wenn du von ihm weißt. Aber weißt du, zum Glück wirst du Jesus nicht los. Du musst ihn nicht loswerden, im Gegenteil. Er will dich losmachen. Und wenn du loswerden willst, dann kommst du an Jesus nicht vorbei. Das ist auch etwas, was uns diese Begebenheit deutlich macht und warum sie in allen drei Evangelien berichtet wird. Jesus ist der Sohn Gottes, der die Macht hat, dich zu erlösen, dich loszumachen. Wenn du in okkulten Bindungen steckst, dann kommst du davon alleine nicht wieder los. Wenn eine fremde Macht dich kontrolliert, dann kommst du davon alleine nicht wieder los. Von mir saß mal eine Schwester, die sich bekehrt hat, und die erzählte mir, vor ihrer Bekehrung hatte sie Selbstmordgedanken. Und sie konnte machen, was sie wollte. Sie saß bei ihrer Therapeutin und hat Therapiesitzungen gemacht, aber sie ist die Gedanken nicht losgeworden. Sie saß vor ihren Tabletten auf dem Tisch und wollte sie nehmen. Diese Gedanken haben sie übel geplagt. Und in dem Moment, als sie sich bekehrt hat zu Jesus Christus, sind diese Gedanken verschwunden. Wenn du verbittert bist oder wenn Hass dein Antriebsmotor ist, wenn du eine absolut negative Weltsicht hast oder von schwankenden Emotionen hin und her geworfen wirst, dann wirst du davon alleine nicht los. Du brauchst eine Macht, die dich davon losmacht. Eine zerstörende Sucht wie Drogen oder Tabletten oder Alkohol, die wirst du auf Dauer alleine nicht besiegen. Ein unkontrollierbares Verlangen, immer Recht haben zu müssen, das sind Mächte, die dich beherrschen, die dich zerstören, die dich entehren, die dich fesseln. Aber dieser Text sagt, der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist gekommen, um dich davon loszumachen. Das ist die gute Nachricht. Er kann das, er will das und er tut es auch. Deshalb ist es überaus töricht, Jesus loswerden zu wollen. Um dich von diesen Mächten zu befreien, ist Jesus gestorben und auferstanden. Jakob Kröker sagte: Rettung ist nicht durch die Wunder Jesu in die Welt gekommen, sondern durch die Wunden Jesu. Rettung ist nicht durch die Wunder Jesu in die Welt gekommen, sondern durch das Sterben Jesu. Und deshalb verkündigen wir hier von der Kanzel nicht eine Sache, sondern eine Person. Es geht nicht um das Christentum als Religion, sondern um Jesus als Person. Ich zitiere noch einmal Jakob Kröker: Denn nicht unser Christentum wird die Welt retten, sondern Christus.
Das Heil der Zukunft, dein persönliches Heil, liegt nicht in einer Sache, sondern in einer Person, und diese Person ist Jesus Christus. Jesus Christus lebt nicht nur, weil die Evangelien von seiner Auferstehung berichten, sondern er lebt, weil auch heute noch seine Kraft, seine Macht sich an Menschen erweist, die Zöllner sind, die Sünder sind, die müde sind und die versklavt sind. Diese Macht erweist sich an diesen Menschen und schafft aus ihnen neue Menschen. Überlegen wir mal, was wäre aus diesem Besessenen geworden, wenn er religiös geworden wäre? So mit Kippa und Gebetsbuch. Nichts. Es wäre dann ein besessener Religiöser oder ein religiös Besessener. Fatal wäre beides. Jesus Christus hat ihm nicht eine neue Religion gebracht. Jesus hat ihn mit sich selbst in Verbindung gebracht. Jesus war von Anfang an das Ende aller Religion. Er war der Anbruch der Gottesherrschaft im Menschen. Wie ist das heute mit uns? Wie kann die Herrschaft Gottes in meinem Leben Wirklichkeit werden? Warum erleben wir heute vielleicht viel zu selten dieses klare Ende von Religion und den Beginn von Gottes heilender Herrschaft? Der Punkt ist folgender. Jesus Christus kann nur dann den Menschen zum Retter werden und Heiland, wenn dieser Mensch innerlich bankrott ist. Jesus kann nur dann dein Arzt werden, wenn du zugibst, ich bin krank. Er kann dich nur dann erlösen, wenn du zugibst, ich bin gefesselt. Wenn du sogleich ihm entgegenläufst, nicht von ihm wegrennst. Das ist der Grund, liebe Freunde, warum es in unserem Leben Freiheit gibt, Entscheidungen treffen zu können. Freiheit, die die Möglichkeit beinhaltet, zu fallen. In den Rahmen deiner sittlichen Freiheit gehört die Möglichkeit, fallen zu können. So wie dieser Besessene in der Gegend von Gadara, der irgendwann einmal in seinem Leben, während seines Lebens, in seiner Freiheit, die Möglichkeit wahrgenommen hat, sich fremden Mächten zu öffnen und von diesen dann versklavt wurde. Aber dann kommt Jesus in sein Leben. Und das ist das Herrliche und das Wunderbare auch heute noch. Jesus Christus kommt mit seiner Gnade, und mit seiner Gnade lässt er aus diesem tief gefallenen und gebundenen Menschen ein neues Leben entstehen. Durch Versöhnung und Erlösung lässt er ein Leben entstehen, das viel reicher und höher ist als das Leben, das du vorher in deiner ethischen und sittlichen Freiheit hattest und welches dann vielleicht in einem tiefen Fall endete. Das ist eines der tiefen Geheimnisse der Gnade Gottes. Gnade, die aus einem gefallenen Menschen einen neuen Menschen schafft. Ich muss aber persönlich zu diesem Punkt kommen, an dem ich mein Gefallensein mir selbst und Gott gegenüber eingestehe. Die beiden Besessenen dort am Ufer des Sees, die vor Jesus standen, haben das eingestanden, und Jesus machte sie neu. Er befreite sie. Die Schweinehirten aber und die Einwohner dieser Gegend, die da neugierig zusammenliefen, bei denen war das anders. Sie baten Jesus, wegzugehen aus ihrer Gegend. Warum? Wisst ihr, ich bin überzeugt, wenn Jesus Christus heute, so wie damals in derselben Gestalt eines Knechtes Gottes unter uns treten würde, würde er in derselben Vollmacht zu uns reden, würde er dieselbe Welt Gottes in unser Leben tragen, nicht wenige von uns würden, wie die Gadarener sagen, geh weg aus dieser Gegend. Wisst ihr, Jesus Christus mit seiner Botschaft, mit seinem Anspruch, mit seiner Welt hat unter uns Menschen von heute ebenso wenig Raum wie damals. Und damals haben die Menschen die Konsequenzen ihm gegenüber gezogen und ihn gekreuzigt. Und Jesus ging. Er drängte sich nicht auf. Aber trotzdem wurden die Gadarener ihn nicht los, denn der ehemals Besessene bezeugte jetzt, was Jesus an ihm getan hatte. Und genau so, auf diese Weise, werden Menschen auch heute Jesus nicht los. Durch dein Zeugnis. Durch das Zeugnis von Menschen, von dir und mir, die Jesus neu gemacht hat. Und liebe Geschwister, hier sind wir gefordert. Hier ist unser Auftrag. In dieser kaputten Welt, in der der Mensch seine Freiheit leider häufig dazu nutzt, sich selbst zugrunde zu richten. Es war für uns erschreckend, vor ein paar Jahren
wir leben in einem Hochhaus und neben uns ist ein 20-stöckiges Hochhaus, da hat sich ein 22-jähriger junger Mann, der nicht mehr weiter wusste wegen seiner Drogensucht und so am Ende war, mit 22 Jahren das Leben genommen und ist aus dem 16. Stock gesprungen. Oder andere Berichte, die ihr sicher auch schon gelesen habt, es gibt in China Leute, die verkaufen eine Niere, damit sie sich ein iPhone kaufen können. Und dann funktioniert die andere Niere nicht und sie müssen viel mehr Geld ausgeben und jetzt an der Dialyse hängen, um gesund zu sein. In so einer Welt bleibt Jesus Christus allein das Bedürfnis unserer Zeit. Ich lasse noch einmal Jakob Kröker zu Wort kommen. Unsere Zeit mit ihren Nöten und Fragen, mit ihren Wunden und Sünden braucht einen großen und gegenwärtigen Heiland. Sie ist vielfach sehr gleichgültig darüber, was wir glauben. Sie will sehen, was wir erleben. Sie fragt weniger nach dem Christus der Vergangenheit, auch nicht nach dem Christus unserer Dogmatik, sondern sucht jenen gegenwärtigen Retter, der Friede ihrem seufzenden Herzen, Salbe ihren brennenden Wunden geben kann. In ihrer innerlichen und sozialen Not, in ihren seelischen und körperlichen Leiden, fragt die Welt weniger nach unserer reinen Lehre und unserem korrekten Bekenntnis, sondern sie seufzt nach lebendigem Wasser in ihrem Durst, nach Kraft in ihrer Schwachheit, nach durchgreifender Hilfe in ihrer Not. Wo soll sie diesen großen Retter sehen? Wo soll sie ihn finden und ihm begegnen? Allein im Leben derer, die einen großen Heiland haben und alles mit ihm durchleben. Nicht an dem, was wir über Jesus sagen, sondern an dem, was wir zu Jesus sagen, was wir ihm anvertrauen, was wir von ihm empfangen, wird sie merken, ob wir in unserem Leben einen großen und gegenwärtigen Herrn haben. Wenn wir nicht zusammenbrechen, wo sie zusammenbricht, wenn wir gegen Sünde und Versuchung stehen können, wo sie fällt, wenn wir in selbstloser Hingabe zu dienen suchen, wo sie herrschen will, wenn wir lieben können, wo sie hasst, wenn wir Wunden verbinden können, wo andere sie schlagen, wenn wir den Weg der Wahrheit finden, wo sie irrt, dann soll sie sehen, dass nicht wir es sind, sondern Christus in uns. So, auf diese Weise werden Menschen heute Jesus nicht los. Wenn wir, die wir Jesus gehören, das Wesen Jesu an uns und in unserem Leben und Alltag sichtbar werden lassen, das überzeugt. Und doch bleibt es letzten Endes die Entscheidung des Einzelnen, ob er sich Jesus Christus anvertraut oder nicht. Aber der Macht Jesu sind keine Grenzen gesetzt. Dieser Bericht über die Besessenen und vor allem über den einen, der mit einer Legion Dämonen besessen war, zeigt das. Jesus ist auch darüber Herr. Ich fand folgenden Vergleich noch hilfreich. Wenn die Sonne mit ihrem Licht beginnt aufzugehen, da kann die Finsternis machen, was sie will. Sie hat keine wirksamen Waffen gegen das Licht der aufgehenden Sonne. Genauso hat auch die Welt des Todes keine Macht Jesus Christus gegenüber. Die Welt des Todes kann Jesus keine Grenzen in seiner Vollmacht und seinem Wirken und seiner Erlösung ziehen. Es gibt nur einen Haken, der es Jesus nicht möglich macht, seine Erlösung an dir und mir Wirklichkeit werden zu lassen. Und der Haken ist: Ich bleibe innerhalb dieser Todeswelt. Ich bleibe in der Finsternis und ich entziehe mich seiner Vollmacht. Wenn ich das tue, dann wird das Licht der Erlösung mich nicht erreichen. Dann bleibe ich in der Finsternis. Und in der Folge zerbreche ich dann auch an der eigenen Gebundenheit und sterbe am Fluch der Sünde und der Schuld. Aber diese Geschichte hier in Markus 5 macht deutlich, so muss das nicht mit mir und mit dir enden. Ich darf heute zu Jesus Christus kommen, ich kann mich vor ihm beugen, meinen Bankrott erklären, meinen inneren und meinen äußeren und alles von ihm erwarten. Die Zeitgenossen wurden Jesus nicht los, die Geister werden Jesus nicht los, du und ich werden Jesus nicht los. Und zuletzt noch ein paar Gedanken zur Geschichte.
Das ist die vierte Feststellung. Auch die Geschichte wird Jesus nicht los. In dem Moment, als Jesus seinen Fuß aus dem Boot auf das Land der Gadarener setzte, kam er sozusagen in die historische Wirklichkeit der Menschen in dieser Gegend. Ab diesem Moment war er Teil ihrer Geschichte. Und die Menschen dort mussten zu ihm Stellung beziehen. Ihre Geschichte war ab diesem Moment untrennbar mit Jesus Christus verbunden. Wenn wir einmal die Bibel weglassen und alles, was die Bibel über Jesus sagt, und uns fragen, was wüssten wir über Jesus, wenn wir die Bibel nicht hätten? Wüssten wir dann überhaupt etwas von ihm? Was bleibt von Jesus übrig, wenn man die Bibel wegnimmt, geschichtlich, historisch? Wissenschaftler haben sich diese Frage gestellt und haben einmal alle säkulare Literatur auf diese Fragen hin untersucht. Und ich präsentiere euch einige der Ergebnisse. Sie sind zu folgenden Ergebnissen gekommen. Ich zitiere einmal. Sie haben also alle möglichen außerbiblischen Quellen geprüft. Alles, was nicht Neues Testament ist, alles, was unser Wissen über Jesus direkt oder indirekt beeinflusst. Und das Ergebnis war, alle diese Quellen bestätigen seine historische Existenz. Sie bestätigen seine ungewöhnliche Macht. Sie bestätigen die ehrfürchtige Hingabe seiner Anhänger. Sie bestätigen die Fortdauer der Existenz dieser Bewegung nach dem Tod des Herrn Jesus. Und sie bestätigen das Eindringen des Christentums in die oberen Gesellschaftsschichten in Rom während des späten ersten Jahrhunderts. Ohne die Bibel wäre all das trotzdem in der Literatur bestätigt. Edwin Yamauchi, ein Professor für Geschichte an der Universität Miami, sagte: Wir haben viel mehr und historisch gesehen bessere Dokumentation für Jesus Christus als für irgendeinen anderen Religionsstifter. Und er kommt zu dem Ergebnis: Auch wenn wir die christlichen Schriften des Neuen Testaments nicht hätten, könnten wir aus säkularen Quellen Folgendes schließen. Jesus war ein jüdischer Lehrer. Viele Menschen glaubten, dass er Wunderheilungen vollbrachte und Dämonen austrieb. Von den jüdischen Führern wurde er abgelehnt. Viertens, er wurde unter Pontius Pilatus während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius gekreuzigt. Fünftens, trotz seines schändlichen Todes haben sich seine Anhänger verbreitet. Sie haben geglaubt, dass er immer noch lebte, so dass um 64 nach Christus eine große Anzahl von ihnen in Rom lebte. Und sechstens, Menschen aus allen Schichten, vom Land oder aus den Städten, Freie und Sklaven, Männer und Frauen, haben diesen Jesus zu Beginn des zweiten Jahrhunderts als ihren Gott angebetet. Dieses beeindruckende und von Kraft erfüllte Leben Jesu als einer historischen Gestalt, dieses Leben hatte eine dramatische Einwirkung auch auf den Rest der Geschichte. Ein anderer Historiker schreibt, Jaroslav Pelikan: Unabhängig von dem, was jemand persönlich von ihm denkt oder glaubt, ist Jesus Christus die beherrschende Gestalt in der Geschichte der westlichen Kultur für nahezu 20 Jahrhunderte. Wenn es möglich wäre, mit einem Supermagneten aus dieser geschichtlichen Periode jedes Stückchen Metall, das auch nur eine Spur seines Namens trägt, herauszuziehen, wie viel würde da noch übrig bleiben? Also wir merken, der Einfluss von Jesus Christus auf den Verlauf der Geschichte ist ohne jede Parallele. Ein Journalist vom Newsweek Magazine schrieb: Gemessen an jedem säkularen Maßstab ist Jesus die beherrschende Gestalt der westlichen Kultur. Wie die Zeitrechnung selbst, so hat vieles von dem, was wir heute als westliche Gedanken, Neuerungen und Wertvorstellungen ansehen, seine Quelle oder seinen geistigen Ursprung in der Religion, in der man Gott im Namen Jesu anbetet. Kunst und Wissenschaft, Individuum und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, Ehe und Familie, Recht und Unrecht, Leib und Seele, all diese Bereiche wurden durch christlichen Einfluss berührt und oft radikal verändert. Liebe Freunde, die Geschichte wird Jesus nicht los. Wisst ihr, Gott hat diese Welt nicht gefragt, ob ihr das Kommen Jesu angenehm sei. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, sagt Galater 4, Vers 4. Seitdem kommt die Weltgeschichte nicht
mehr von Jesus los. Sie hat es versucht. Sie hat ihn gekreuzigt und begraben, aber er ist auferstanden und hat seine Gemeinde gegründet. Die Bedeutung von Jesus Christus liegt nicht in dem, für die Geschichte dieser Welt liegt die Bedeutung von Jesus nicht in dem, was die Welt ihm gegeben hat oder was die Welt aus ihm gemacht hat oder was die Welt ihm genommen hat, sondern die Bedeutung von Jesus Christus für die Geschichte liegt in dem, was er aus der Welt gemacht hat, was er ihr gegeben hat, was er ihr genommen hat. Jakob Kröker sagt, die Welt wird ihn nicht wieder los, so oft sie ihn auch kreuzigte. Er lebt in ihr, so oft sie ihn auch begrub. Jesus Christus ist einmal in die Geschichte getreten und die Geschichte wird ihn nicht wieder los. Und ich meine, was hat die Welt schon alles versucht, um Jesus loszuwerden? Die Menschen bestreiten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Andere versuchen, Jesus auf ihre Ebene herabzuziehen, indem sie ihn als Religionsstifter erklären oder als Sozialreformer oder als guten Menschen oder als einen Rebellen gegenüber dem System. Menschen sind schon mit vielem fertig geworden, aber mit Jesus nicht. Und hinter allem steht die Frage, wer bist du, Jesus? Wer bist du? Und in dieser Geschichte hier in Markus 5 geben uns jetzt sogar Dämonen die Antwort. Wenn du also nicht glaubst, was die Bibel sagt oder was die Prediger von der Kanzel sagen oder was Jesus selbst über sich sagt, dann registriere zumindest, sogar die Dämonen bezeugen in Vers 7, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten. Die Dämonen sehen sich von Jesus ins Visier genommen. Sie verspüren etwas von seiner Gegenwart. Sie spüren etwas von dem Gericht seiner Wahrheit. Sie spüren die Hoheit seiner Person, die Souveränität seiner Macht. Sie kämpfen dagegen an, das merkt man. Sie wollen den Besessenen nicht loslassen. Sie fühlen, sie müssen jetzt etwas loslassen, was sie bis jetzt als ihr eigenes beherrschen. Und sie ahnen, wir können es nicht festhalten. Wir müssen es loslassen, weil Jesus das so will. Das ist das Wunderbare an der Macht Jesu. Die Gegenwart des Herrn Jesus erlöst das, was eigentlich zu Gott gehört. Die Gegenwart Jesu bringt das zurück, was verloren war. Und die Geschichte, unsere Welt, befindet sich in genau diesem Streit mit dem Anspruch Jesu. Sie will nicht loslassen, sie will das beherrschen, was eigentlich nicht ihr gehört. Und wenn wir die Geschichte anschauen, mit ihren atheistischen Versuchen, Völker zu regieren, mit ihren Revolutionen, die doch nie echte Veränderung gebracht haben, mit ihrem selbstverschuldeten Elend der Weltwirtschaft und manchen anderen Krisen, dann wird klar, Jesus ist nicht der Jesus dieser Welt. Mit Jesus kann die Welt nichts anfangen. Mit seinem Friedensreich, mit seiner Vergebungsbotschaft, mit seiner Lammesgestalt, mit seiner Kreuzesethik. Das passt nicht in das Bild einer aufgeklärten, selbstherrlichen Welt. Jesus passt ihr nicht. Warum? Jesus verdirbt nämlich ihr Spiel. Jesus macht ihr ihre Kämpfe mies. Jesus zerstört ihr die Unterdrückung anderer. Jesus nimmt ihnen die Waffen. Jesus verdammt ihre Laster. Jesus öffnet die Geheimarchive und bringt alles ans Licht. Jesus enthüllt alles Dämonische. Und das will man nicht. Und deshalb fragt die Welt Jesus so voller Unruhe und in einer aggressiven Kampfesstimmung wie in Vers 7. Was habe ich mit dir zu tun? Was willst du von uns, Sohn Gottes? Ja, was will Jesus? Warum wird die Geschichte ihn nicht los? Jesus will viel. Er will nämlich dich und mich. Er will den Menschen. Und er will einen einzigen Menschen so sehr, dass er sogar bereit ist, dafür 2000 Schweine zugrunde gehen zu lassen, wie in diesem Fall dieses Besessenen. Jesus als Einziger kennt deinen Wert. Und selbst in deinem verlorenen Zustand sieht Jesus noch sein Spiegelbild. Sieht er noch den Sohn seines Vaters, er opfert sein Leben, damit er dir der Weg zurück zum Haus des Vaters werden kann. Für Jesus ist es viel wichtiger, den Verlorenen zum Retter zu werden, als die Begeisterung seiner Zeitgenossen zu gewinnen
und die Anerkennung der Pharisäer oder Schriftgelehrten. Und auf diese Weise will Jesus auch heute noch seinen Dienst, seine Mission entfalten, damit wir erkennen, auch heute noch ist Jesus in seiner Vollmacht, in der Vollmacht seines Vaters unter uns. Wir werden Jesus nicht los, das war heute das Predigtthema. Die Zeitgenossen wurden Jesus nicht los, die Geister werden Jesus nicht los, du und ich werden Jesus nicht los und auch die Geschichte wird Jesus nicht los. Liebe Geschwister, ich hoffe, es macht euch Mut, wenn wir Jesus folgen, zu verstehen, dass die Geschichte Jesus nicht los wird, auch heute in unserer Zeit. Und ich hoffe, es bringt dich zum Nachdenken, wenn du Jesus noch nicht gehörst und ihm nicht folgst, zu verstehen, warum wir Jesus nicht loswerden. Und ich wünsche mir, es bringt dich zu dem Punkt, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und in diesen Gedanken möge uns der Herr segnen im Nachdenken über sein Wort. Amen. Ich möchte noch beten, wir neigen uns. Herr Jesus, wir beten dich an als den Sohn Gottes des Höchsten, als denjenigen, der in die Geschichte getreten ist und der die Welt nicht gefragt hat, ob er kommen darf oder nicht. Herr, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen und uns zu Kindern deines Vaters zu machen. Herr, wir beten, dass viele Menschen auch in unserer Zeit diese Erlösung erleben können und sich nicht von dir wegbewegen, sondern so wie dieser Besessene auf dich zulaufen und sich vor dir niederwerfen und sie dich in ihr Leben lassen. Herr, wir preisen dich, dass deine Macht und deine Vollmacht heute noch dieselbe ist wie damals. Und wir bitten dich, bewahre uns davor, dass wir uns dieser deiner Vollmacht entziehen und so unerlöst bleiben. Danke, dass dein Kreuz dieses Zeichen ist. Du bist Herr. Wir beten dich an. Amen. Amen.